Nach langem Ringen verständigen sich Union und SPD auf einen nationalen Emissionshandel für Verkehr und Gebäude ab 2021. Zunächst soll ein fester Einstiegspreis von nur 10 Euro pro Tonne CO2 gelten. Der Kauf von Elektroautos soll mit einer höheren Prämie gefördert werden. Bis 2030 soll es 1 Million öffentliche Ladesäulen geben. Bahntickets sollen durch eine Absenkung der Mehrwertsteuer billiger werden. Dafür kommt eine Erhöhung der Luftverkehrsabgabe. Der öffentliche Nahverkehr, Rad- und Fußverkehr werden gestärkt. Kfz-Steuer und Lkw-Maut am CO2-Ausstoß ausgerichtet. Die Pendlerpauschale soll im Gegenzug von 30 auf 35 Cent steigen. Energetische Gebäudesanierung will die Regierung massiv fördern. Ab 2026 sollen keine neuen Ölheizungen mehr installiert werden. Der Austausch alter Heizungen wird bezuschusst. Auf 65% soll der Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung bis zum Jahr 2030 steigen. Die bisherige Deckelung für den Ausbau von Solaranlagen entfällt. Als Entlastung für die Bürger soll der Strompreis aber sinken. Der schrittweise Abschied von der Kohleverstromung bis spätestens 2038 wird in dem Eckpunktepapier bekräftigt. Das Ausstiegsgesetz soll im November vom Kabinett beschlossen werden. Der Agrarsektor soll durch geringeren Einsatz von Düngemitteln und eine Steigerung des Anteils des Ökolandbaus emissionsärmer werden. Moore sollen besser geschützt werden.